Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Glossy Box in der Limited Edition zum Weltfrauentag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box wird mir in Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team für die Zusendung. Und weil es eine Kooperation ist, verlose ich in diesem Video auch wieder eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Die kostet normalerweise 45 Euro, wenn du kein Abo hast, und 35 für die mit Abo. Wenn du den Code ClaudiaLimited verwendest, bekommst du die als Nicht-Abonnent für 40 Euro. Ich setze dir mal einen Link in die Infobox. Darüber kannst du sie gerne bestellen und mich dann auch dementsprechend supporten. Und auch supportet haben mich drei Kanalmitglieder. Ich habe jetzt hier eine Kanalmitgliedschaft eingerichtet. Und tatsächlich haben sich die liebe Curls, die liebe Emmy und die liebe Anita überlegt, genau, Anita 2704, Emmig 997 und Curls, mich zu supporten. Ich bin ganz aufgeregt und ganz gerührt tatsächlich. Und ja, falls du möchtest, kannst du gerne unter diesem Video auch nachschauen. Da ist auch ein Link zu der Mitgliedschaft. Also da stelle ich halt zusätzlich was online. Klick einfach mal drauf, Mitglied werden, und da wird dir angezeigt, welche Vorteile du mit welcher Mitgliedschaft bekommen könntest. Und ja, die drei Ladies haben sich tatsächlich jede für eine andere Mitgliedschaft entschieden, und das fand ich echt total rührend. Und ja, freue mich natürlich sehr, und ja, weil das ist Support und ihr wisst, YouTube, crazy stuff aktuell. Also, Weltfrauentag ist nächste Woche. 8. März müsste das sein. Witzigerweise haben nächste Woche fast jeden Tag auch sehr, sehr wichtige Frauen in meinem Umfeld Geburtstag. Es ist sehr aufregend, muss ich sagen. Es ist immer eine ganz aufregende Woche. Und darunter meine Stiefschwiegermama in Spee, die liebe Sarah Isabel, meine liebe Schwägerin in Spee hat da auch Geburtstag. Eine ganz liebe Freundin von mir, die liebe Juliane, hat da Geburtstag. Also ganz, ganz viele in meinem wirklich nächsten Umfeld. Und ja, witzig, oder? Was war dann vor 9 Monaten? Sommerurlaub. Und ja, Weltfrauentag. Super wichtig, Leute. Ja, die Frauen auf der Welt haben immer noch nicht die Rechte, die ihnen überall zustünden, sag ich mal. Also wir in Deutschland haben das schon sehr entspannt, oder in Europa generell. Aber man muss nur ein bisschen weiter gucken. Also Richtung Polen, Richtung Russland, Richtung, weiß ich nicht, andere Länder, da haben die Frauen das nicht ganz so leicht wie wir. Deswegen finde ich es schön, wenn man die Möglichkeit hat, eben ja einen Tag zu haben, um nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich auch eine sehr emotionale Instagram-Story online gestellt. Okay, ja, hier haben wir die Glossy Box, die sich unter dem besonderen Kleid verbirgt. Und dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir zusammen einfach mal hinein, was wir hier drin haben werden. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, tatsächlich, also dass ich den QR-Code schon scannen kann. Das muss ich gleich mal schauen. Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Ich habe jetzt so keinen wahrnehmbaren Duft. Women's Day Limited Edition, Proud to be a Woman. Ich bin wirklich froh und stolz, eine Frau zu sein. Und ich genieße es auch tatsächlich. Ich bin hier in diesem Haus die einzige weibliche, das einzig weibliche Lebewesen. Und ich finde, dass Frauen Großartiges vollbringen können und auch eine immense Stärke haben. Also nicht nur ja, die Willensstärke, die wir haben, um Kinder auf die Welt zu bringen. Wir haben durchaus noch viel, viel andere Kompetenzen. Ich finde, Frauen sind einfach auch irgendwo das stärkere Geschlecht. Aber gut. Happy Women's Day Glossy. Passend zu diesem ganz besonderen Tag haben wir eine Limited Edition der Glossy Box kreiert, die voller exklusive Must-Haves steckt, mit denen du dich selbst, deine Weiblichkeit und deine individuelle Schönheit zelebrieren kannst. Passend zu diesem ganz besonderen Tag haben wir eine wunderschöne Limited Edition kreiert, die voller exklusiver Beauty Highlights steckt. Damit kannst du dich selbst, deine Weiblichkeit und deine individuelle Schönheit zelebrieren. Das Besondere, alle in der Box enthaltenen Produkte gehören Brands, die allesamt von Frauen kreiert und gegründet wurden. Lieben wir. Freu dich auf
ganze 9 Produkte im Wert von 126 Euro sowie einen einzigartigen Mix aus Make-up-Essentials, Pflege-Must-Haves und mehr. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Das finde ich cool, da freue ich mich drüber. Und die ein oder andere Sneak Peek hatten wir definitiv ja auch schon gesehen. Also ich meine, eine Sneak Peek zu einem und Gretel-Produkt gesehen zu haben. Deswegen schauen wir hier einfach mal direkt in die Box, öffnen das Seidenschleifchen und auch das Seidenpapier. Und dann kommt als allererstes ein seidiges Produkt hier raus. Ja, und dann haben wir hier einmal den Blick in die Box, für die, die einfach einen schnellen Blick haben möchten. Diese Schlafmaske hatten wir jetzt auch schon in anderen Boxen mal drin. In Limited Edition Boxen haben wir manchmal auch Produkte, die wir schon mal in einer Box drin hatten. Das hier ist jetzt wirklich eine Satin-Schlafmaske von Glove. Ich finde die schön, wirklich keine Frage. Ich benutze sowas nur nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand halt irgendwie auf Reisen ist, da kann ich mir das gut vorstellen. Da hast du ja oft, dass du die Jalousien nicht richtig runter machen kannst oder gar keine Jalousien hast oder keine Ahnung, wenn man einfach einen Nap machen möchte und auf der Couch und da halt nicht dann die komplette Wohnung abdunkeln möchte, macht es durchaus Sinn. Vor allem, weil das ist wirklich wimpernschonend, das ist auch eine ganz gute Geschichte. Aber ich muss sagen, ja, für mich ist es dann in dem Sinne nicht wirklich was. Ich kann bei jeglicher Helligkeit schlafen, da habe ich überhaupt keine Probleme. Und dann wird es weiter wandern, da werde ich aber sicherlich jemand anderen mit glücklich machen können. Finde ich aber auch nicht schlimm, ne? Weil in Beautyboxen hast du halt einfach Surprise-Geschichten drin. Das heißt, das ein oder andere Produkt könnte dann auch mal nicht gefallen. Hier habe ich dann das Produkt drin, was das Sneak Peek-Produkt war. Der Knutzen Lipgloss von und Gretel Berlin ist das hier. Also ja, den haben wir in verschiedenen Farben hier drin. Ich habe hier die Farbe Matt Aprikot. Ein Lipgloss in Matt, das ist natürlich auch interessant, ne? Das ist eine sehr interessante Farbe. Ich kann den ja mal direkt auftragen, ne? Warum nicht? Ich kann den Duft gar nicht so wirklich definieren, wonach das jetzt genau riecht. Interessante Konsistenz. Sehr fest, aber irgendwie ist es halt ein Gloss, ne? Die Farbe passt jetzt auch zum Look und zum Outfit. Also schön finde ich den auf jeden Fall. Was meint ihr? Hat auch irgendwie so was Kaminrotmäßiges, ne? Das ist irgendwie cool. Ja, also schönes Produkt und ich glaube, und Gretel ist ja auch relativ hochpreisig, ne? Dann haben wir als nächstes von Hey Organic ein Sensitive Augencreme Serum mit Squalan, parfümfrei, made in deiner Nähe, das finde ich auch süß, 100% Naturkosmetik und vegan. Ich muss sagen, dass ich froh bin, dass wir hier jetzt mal nicht diese Kaktusreihe haben, denn die haben wir sonst irgendwie immer gefühlt immer drin gehabt. Ich bin aus recyceltem Papier, steht hier außen auf der Verpackung und ja, dann ist es ein Sensitive Augen Creme Serum. Ich habe ja sensible Augen und generell auch eine sensible Haut. Da kann ich mir das auch mal gönnen und das mal ausprobieren. Das ist ja aus Glas. Dann haben wir hier oben so einen Pumper, ne? Finde ich schön gemacht. 15 Milliliter sind hier drin. Das kann man echt mal ausprobieren. Das finde ich cool. So, dann habe ich hier etwas Öliges, sehr schön, das mag ich ja, ne? NYX Das Huile Prodigieuse Floral. Das ist ein Trockenöl, das du für Gesicht, Haare und Körper verwenden kannst. Und ich habe mich hier irgendwie geschnitten. Au, was habe ich denn hier gemacht? Okay, das sind hier 10 Milliliter drin. Und das riecht dann floral. Und dieses Huile Prodigieuse, das habe ich auch schon öfters mal da gehabt. Das hatten wir öfters auch in Adventskalendern drin. Das macht die Haare richtig pflegend. Ne? Das kann man so schön in die Längen und Spitzen geben. Das kann ich jetzt auch einfach mal direkt machen, um euch das mal zu zeigen. Ne? Und da hast du dann einfach nur ein bisschen, nimmt man sich, das ist nicht viel. Teile ich dann in meinen Händen, wärme das so ein bisschen an. Dann kannst du einfach so durch die Haare durchgehen. Um das ein bisschen, oh, das riecht wirklich angenehm, in die Haarlängen und Spitzen zu geben. Und ich gehe heute Abend auf einen Mädelsabend und da kann ich das ganz gut gebrauchen, dass ich dann auch einfach mal so ein bisschen diesen Frizz hier unten weg habe und das Ganze etwas gesünder aussieht, ne? Ja, das zieht dann jetzt auch ein bisschen ein. Ich würde es auch nicht zu hoch geben, also wirklich nur in die Länge und Spitzen, weil ansonsten kann das sein, dass es zu schnell zu fettig aussieht. Ne? Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, denn so, finde ich, sieht es gepflegt einfach aus. Da kann man auch einfach nochmal durchkämmen, dann hast du das so ein bisschen verteilter noch. Und also das ist sehr, sehr ergiebig. Ne? Und ja, hier in die Spitzen gebe ich mir noch ein bisschen mehr davon. Da brauchst du nicht viel von. Und das zieht jetzt einfach ein bisschen ein
und wird dann einfach die Haare pflegen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ne? Mag ich gerne leiden. Und die Reste kann ich mir einfach dann, ist ja auch für den Körper gedacht, so auf die Arme geben. Die sind ja auch gerne dann mal so trocken in der kalten Jahreszeit, ist wie das. Ne? Und im Prinzip kannst du dir das von Kopf bis Fuß aufgeben. Und da hast du Ewigkeiten was dran. Finde ich total super. Und das ist eigentlich auch eine schöne Größe, die du theoretisch so auch immer mit dabei haben könntest. So einfach in eine Handtasche rein, bumm, für dich aus. Dann habe ich das nächste hier. Und zwar ist es von Gitti, ein Soothing Rose Water, ein Vegan Nail Care Produkt. Das ist so ein Nagelöl. Das finde ich ja auch schön. Sowas verwende ich gerne für die Füße oder auch hier so für die Nagelhaut. Ich bin so eine Nagelhautkauerin. Das ist nicht so die beste Angewohnheit. Ne? 14 Milliliter sind hier drin. Vegane Nageltropfen. Und ja, das kann man sich dann einfach so auch auf die Nagelhaut auftragen und dann so einmassieren. Finde ich gut. Ich finde es vor allem auch schöner, als wenn wir jetzt den 50. roten Nagellack hier drin gehabt hätten. Bin ich auch ehrlich, ne? Ja, also wirklich viel dekorative Kosmetik. Da haben wir zum Beispiel hier nochmal einen Pinsel von Spectrum drin. Ich habe eben tatsächlich, als ich mich fürs Video geschminkt habe, auch meine Pinsel von Spectrum verwendet, weil ich die astrein finde. Ich habe mir da auch schon mal Mystery Boxen bestellt. Das ist der Highlighter-Pinsel in der A04-Größe und dieses Pinselset mit diesen rosa Härchen habe ich auch schon von Spectrum. Mag ich sehr, sehr gerne und dementsprechend den Pinsel habe ich auch schon. Also tolle Qualität, gute Pinsel, wirklich eine sehr empfehlenswerte Geschichte und schön, dass wir das auch hier in der Box mit drin haben. Ich mag das generell, dass wir hier auch mal Pinsel mit in den Boxen haben. Ich weiß noch, als ich vor 5 Jahren, so ziemlich 5 Jahren mit YouTube angefangen habe, habe ich meine ersten auch wirklich hochwertigen Pinsel, die ich dann auch verwendet habe, in meinen Glossy-Boxen drin gehabt, ne? Und dann auch in Anwendung genommen und bin auch in den Genuss gekommen, hochpreisigere Pinsel zu kaufen selber und habe das dann auch gemacht, weil du hast einfach durch die Beautybox die Möglichkeit, hochpreisige Produkte zu testen, bevor du sie wirklich so kaufst und ja, für einen schmaleren Taler, ne? Weil 126 Euro wert für 35 Euro als Abonnent, ne? Dann habe ich hier was von Banana Beauty drin und zwar ist das Prime Me Baby One More Time. Was bist du? Caring Lip Primer. Ach, den hätte ich mir eben drunter geben sollen, ne? Ja, das ist einmal der hier. Den hatte ich auch mal schon mal irgendwo mit drin. Weiß ich aber nicht. Vielleicht habe ich mir den auch sogar mal gekauft. Ich weiß es nicht. Ist halt super, dass wir den von Banana Beauty haben, weil Banana Beauty steht für mich persönlich auch so für Liquid Lipsticks und diese ganzen austrocknenden Geschichten im Prinzip ja auch für die Lippen. Und deswegen, ja, finde ich das gut, dass sowas mit dabei ist, weil sowas gibst du dir unter einen Liquid Lipstick. Das hier ist jetzt ja kein Liquid Lipstick. Da brauche ich darunter eigentlich keinen Primer haben, weil das meine Lippen nicht austrocknet. Das nährt meine Lippen ja schon so. Und ja, das hier dann halt einfach unter Liquid Lipsticks drunter. Genau. Ja. Aber die trage ich halt relativ selten, muss ich gestehen. Ne? Yo, 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 yo. Passend zu dem Highlighter-Pinsel haben wir hier auch einen Highlighter drin. Den ist von Pixi by Petra, ein Produkt. In der Farbe Peach Honey ist es das Beauty Blush Duo. Beauty Blush Duo? Ich dachte, das wäre ein Highlighter. Sieht für mich eher aus wie ein Highlighter. Sammy, was meinst du? Sieht das für dich eher nach einem Blush oder nach einem Highlighter aus? Das ist ein Highlighter, oder? Und den kann man dann entsprechend mit dem Pinsel auftragen. Ich nehme jetzt mal, weil ich habe hier tatsächlich, ne, neben mir die Spectrum-Pinsel aus dem anderen Pinselset. Den mache ich eben am Handtuch etwas sauber, weil damit habe ich natürlich auch eben schon mich geschminkt. Und kann mir den auch mal auftragen. Mache ich hier nochmal on top. Und da hast du schon dann natürlich derbe was, ne? Das ist schon, ich hatte ja schon vorher Highlighter drauf, aber da jetzt nochmal so drüber. Das ist, ja, derbe. Mädelsabend ist safe. Oh, ich habe noch gar kein Augenbrauen-Highlight. Das kann ich jetzt sehr gut hiermit auch machen. Und da gehe ich einfach in beide gleichzeitig rein, ne? Ich finde den schön, wirklich. Ja, hat jetzt ein bisschen gekrümmelt, weil ich etwas derbe reingegangen bin. Aber ja, ein schöner Highlighter. Und wirklich viele dekorative Kosmetik-Schätzchen bislang, ne? Ist das hier jetzt das letzte Produkt? Jo, das ist auch witzig. Es wird ja sehr bald auch so sein, dass ich dann abstille und dementsprechend kommt meine Periode dann natürlich auch wieder. Und da werde ich sowas gebrauchen können. Das ist von Never Not, das Do What You Want Never Not Tampons. 4 Soft Tampons sind hier nämlich drin. Und damit kannst du schwimmen. Du kannst damit auch, ja, Geschlechtsverkehr haben. Du kannst damit Sport machen. Du kannst alles Mögliche damit machen. Und das ist halt sehr, sehr angenehm. Anfang Mai fliege ich nach Malaga. Da weiß ich nicht,
ob da gegebenenfalls die Tante Rosa gerade am Start ist oder die Erdbeerwoche sich ankündigen möchte, die werde ich einpacken, ne? Weil wer weiß, weiß ich nicht. Also ich finde es halt praktisch, ne? Und damit kannst du halt, wie gesagt, entsprechend auch die schönste Nebensache der Welt genießen. Habe ich jedenfalls mal gehört oder gelesen. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Jo, das hier wäre jetzt die Box gewesen und wir haben hier wirklich einen schönen Inhalt. Ich mag den Mix aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Wir haben jetzt definitiv mehr dekorative Kosmetik hier drin. Aber das ist etwas, was ich persönlich feiere. Wir haben jetzt auch die letzten Limited Edition Boxen gehabt mit relativ viel Pflege. Dementsprechend freue ich mich darüber, dass es hier eher so fokussiert auf Schminke ist. Das ist mehr so mein Metier. Und dementsprechend finde ich die Box sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, in der Infobox vorbeischauen, da habe ich euch den Link zu reingesetzt. Und ja, ne? Vielen Dank an Glossybox und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren, ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!